Und hallo und herzlich willkommen wieder zu dem PBEM 223 bei den schwedischen Stories. Und diesmal machen wir was ganz Besonderes, denn wir sind jetzt in einem Fünfer-Triple-Special. Wir haben jetzt die letzten 6 Tage 5 Züge gemacht. Teilweise gingen die Züge sogar 2-mal am Tag bei mir vorbei. Und deswegen muss ich hier einiges aufholen. Und wir fangen umgehend an mit dem Highlight in Runde 74. Karthago ist gefallen, man sieht es auch hier jetzt. Banana Joe hat seine Hauptstadt verloren. Damit ist er jetzt raus und das erklärt natürlich auch, warum die Züge jetzt nochmal deutlich schneller vorangehen. Jetzt sind wir nur noch eine Person weniger und ich muss auch dazu sagen, Banana Joe hat auch ein kleines bisschen langsam agiert. Ganz einfach. Also, er ist weg. Damit fällt auch mein Deal mit ihm weg. Also, ich habe ihm ja Perlen gegeben und er hat mir dafür Krabben gegeben. Ja, was kriege ich dafür? Von Tiramisu hat Tiramisu erstmal den alten Deal angenommen. Das müsste ich nochmal gucken, was das war. Gucken wir mal gleich. Was war denn das für ein Deal? Ich habe mit ihm, ja genau, ich habe ihm das Salz gegeben, genau. Er gibt mir ja, er hat, naja, das ist noch das andere Deal. Okay, ich habe ihm ja das Salz gegeben, das passt ja. Dafür gibt er mir jetzt Krabben. Nehmen wir natürlich gerne an. Zack, +4. Und Mambo Kurt, ah ja, Mambo Kurt hat die Freundschaftserklärung reingestellt. Die nehmen wir natürlich auch ganz gern an. Denn mit der Freundschaftserklärung kann ich dann natürlich auch ein bisschen mehr große Persönlichkeiten generieren. Gut, ja, was machen wir weiterhin? Wir gucken jetzt hier, Kapstadt, kann ich da Tribut fordern? Nein, fehlt noch was. Hier haben wir einen Reiter. Wenn wir den jetzt entsprechend so ziehen, dass er da ist, können wir jetzt Tribut fordern von Kapstadt? Nein, können wir immer noch nicht. Ziehen wir den nach dort, damit er dann darüber geht. So. Der kann hier rüber. Können wir jetzt Tribut fordern? Nein, geht immer noch nicht. Ich habe genug dabei, aber mein Militärwert ist zu niedrig. Das ist nicht so schön. So, dann ziehen wir hier einfach mal weiter. Diesen Reiter hier nach hinten. Ist ja klar, die Einheiten postieren sich hier, damit man sie entsprechend, übergeben werden können. So. Und ja, was machen wir jetzt als nächstes? Bautrupps. Die verbessern hier die Gelände. Und damit kriegen wir hier noch mehr Produktion. Hier zum Beispiel ein neues Feld. Ebene 1.1 müssen wir jetzt inzwischen schon belegen. Weil alle anderen Felder halt noch nicht gut genug ausgearbeitet sind. Und hier, ja gut, hier passt das ja auch soweit. Ja, Glauben, ich könnte irgendwas, wahrscheinlich ein Missionar oder was, könnte ich kaufen, aber das mache ich nicht. Ich spare weiter auf den großen Propheten, immerhin schon 137. Stockholm, so, in Stockholm hatte ich jetzt den Zirkus eingestellt, den mache ich jetzt aber nicht, ich habe ja genug Zufriedenheit jetzt wieder. Ich stelle dafür lieber die Wassermühle ein, baue die schnell, gibt nochmal Nahrung, nochmal Produktion. Zirkus lassen wir außen vor. Was machen wir dann danach? Ich glaube, danach mache ich dann das Nationalepos. Wäre gar nicht mal schlecht, das Nationalepos zu machen, je nachdem. Beziehungsweise hier zwischendrin will ich ja auch nochmal hier Schitzen Itza einlegen. Und das könnte ich wahrscheinlich dann sogar nächste Runde machen. Nein, gar nicht. Ich kriege ja erst in ein paar Runden den großen Ingenieur. Gut, Verteilung des Ganzen, Demografie 40, damit bin ich ziemlich weit hinten mit 5, 3, Dritter bei 73 Nahrung. Knapp hinter Mambokurt, was die Forschung betrifft, Soldatenzahl immerhin Vierter. Also erpressen ist da relativ wenig. Gut. Ja, wie geht's dann jetzt weiter? Schauen wir in die nächste Runde. Ja, und in Runde 75 sorgt Indien dafür, dass sie die große Mauer vollenden. Das
hatte sich so ein bisschen angedeutet, dass er die große Mauer machen will. Er hat ja auch seinen Ingenieur jetzt verbraucht, den er aus seinen Unabhängigkeits-Sozialpolitik bekommen hat. Wenn wir mal gucken, er hat jetzt Unabhängigkeit 5 voll. Die anderen beiden haben Tradition 5 voll. Und ich habe noch nichts voll. Ich habe nächste Runde was voll. Denn nächste Runde kriege ich dann meine freie Sozialpolitik vom Orakel. Und danach kriege ich wieder eine freie. So, werden wir jetzt hier erst einmal die Produktion erhöhen. Und der kann hier drüben hin, um das da einen Bauernhof zu bauen. Und ja. Ja, so geht's halt bei mir jetzt gerade weiter. Kann ich jetzt Kapstadt erpressen? Tribut fordern? Jawohl, jetzt kann ich machen. Gut, dann machen wir das doch. Kapstadt, zack. Dann habe ich doch gleich wieder ein bisschen Geld. So, und jetzt in dieser Runde, ich habe öffentliche Verwaltung bekommen. Hier öffentliche Verwaltung. Kriege ich auch nochmal richtig Nahrungsbonus dazu. Terrassenfelder nicht. Das kriegt dann hier oben Mambokurt. Und Pikeniere kann ich dann auch bauen. Das ist dann nicht so das Problem, Ding da. Aber hier Schitzenitzer zum Beispiel, das ist gut. Der Ingenieurspunkt und die 4 Zufriedenheit. Kultur ist natürlich auch ganz gut, aber die anderen Sachen sind halt gut. Und plus 50% Dauer von goldene Zeitalter. Anstatt 6 Runden dauern sie dann 9 Runden. Dann kann man auch mal anfangen mit großen Künstlern. Regelmäßig goldene Zeitalter zu machen, damit man dort auch noch schneller produziert und Geld bekommt. Gut, wir gehen weiter mit unseren Einheiten. Wie machen wir das? Den ziehen wir zurück, den ziehen wir hier vorne hin. Den hier hatte ich hier rüber gezogen, habe ich ganz übersehen. Der hier macht, wo geht denn der jetzt hin? Erstmal dahin. Ah, das war jetzt schon wieder falsch. Ich hatte ihn dahin gezogen, damit ich ihn da zurückziehen kann. Egal, werden wir gleich sehen. Und der kann hier rüber. So, wunderbar. Dann stellen wir jetzt ein offene Grenzen. So. Zack. Und damit... Ups, was ist das? Weil ihr Tribut verlangt habt. Okay, gut. Und damit kann ich nächste Runde dann die Einheiten reinziehen. Wie forschen wir jetzt weiter? Wir sind jetzt der Erste, der öffentliche Verwaltung erforscht hat. Die anderen haben... Mambokurt hat Theologie erforscht. Mambokurt hat Gilden erforscht. Mambokurt hat Maschinenbau erforscht. Und geht in Richtung Maschinen, denn das ist wichtig, damit er sonst die Armbrüste halt machen kann. Wie werde ich jetzt weiter forschen? Ich werde jetzt mal hier diese ganzen Low-Level-Dinger hier forschen. So, einmal bis hierhin. Und ich denke mal, ich gehe dann weiter nach Metallguss. Und dann überlege ich mir nochmal, ob ich Physik forsche, um auf Notre Dame zu gehen. Je nachdem, wie gut es dann läuft. Oder ob ich doch lieber über Gilden Maschinen gehe, um die Eisenhütte möglichst schnell auch noch produzieren zu können. Das gibt nämlich auch nochmal richtig viel fette Produktion. Oder ob ich nochmal früherzeitig noch über Theologie auf Bildungswesen gehen will. Das ergibt sich dann wahrscheinlich auch aus dem Pfad, wie andere so ein bisschen forschen und wie so der Krieg verlaufen wird, der sich anbahnt. Denn die beiden hier, die lauern gegenseitig aufeinander. Okay, mit dem Nahrungsmittelüberschuss jetzt bin ich jetzt auch nahrungsmittelmäßig vorn. Produktionsmäßig sind wir alle relativ gleich auf. Produktion, kein Problem. Und forschungsmäßig, ja, jetzt bin ich auch mit auf dem ersten Platz. Genauso viel Technologien wie Mambokurt. Gehen wir weiter. Nächste Runde. Gut, Runde 76. Wir können jetzt endlich, weil das Orakel fertig ist, können wir jetzt eine Sozialpolitik wählen. Und wir wählen natürlich die Sozialpolitik Meritokratie, damit ich damit mir jetzt einen großen Ingenieur holen kann.
Und wo ist er? Großer Ingenieur. Da. Und mit dem großen Ingenieur, der jetzt hier dann in Stockholm eingesetzt werden soll, werde ich dann hier nicht das Nationalepos rushen, nein, sondern... Wo haben wir es? Schitzenitzer. 201 kostet Schitzenitzer. Wären 8 Runden oder 9 Runden und wir werden das jetzt in einer Runde machen. So, niemand sonst hat öffentliche Verwaltung, zumindest nicht auf diesem Kontinent, auf dem anderen. Ohnehin glaube ich ohnehin nicht, weil ich da auch gar keine Nachricht gekriegt habe, dass irgendwer schon in der im Mittelalter ist. Beschleunigbar. So, und Stockholm. Wunderbar. So, was machen wir jetzt mit diesen anderen Einheiten hier? Der kann da hoch, damit er da drüben arbeiten kann. Der bearbeitet das hier weiter. Hier der Frachter, der geht weiter auf Nahrungsquellensicherung nach Stockholm. Und ja, dieser hier, was macht denn der jetzt hier? So. Der hat nächste Runde. Wo haben wir es denn? Ein weiteres Feld. Okay. Muss ich das Nahrungsfeld wahrscheinlich nehmen. Können wir auch sofort nehmen. Anstatt den nehmen wir das. Wunderbar. Gut, was machen wir jetzt mit dem Übertragen? Mambokurt hat das Angebot angenommen. Damit kann ich jetzt meine Einheiten reinziehen. Ich ziehe eine Einheit hier hin. Schon alleine, weil ich dieses Feld aufdecken will, damit ich weiß, was das ist. Dann ziehe ich eine Einheit hier rein. Schenken. Ziehe ich eine Einheit hier rein. Und schenken. Der kann dahin. Und der kann dahin. Und der kommt hier oben hin. So. Sieht doch nicht schlecht aus. Und jetzt hier Sigtuna. Ah ja, in 3 Runden sind die Stallungen fertig. Steht zwar 4, aber werden 3 Runden sein. Ja, forschungsmäßig wieder eine Tech gemacht. Die nächste Tech kommt bestimmt. Und dann können wir in der nächsten Runde weiterschenken. Ja, ich muss hier noch was übergeben. Genau. Gemäß unseres Vertrages gebe ich ihm 2 Pferde und gebe ich ihm 160 Gold. Für dieses Geld kriege ich dann am Ende, und für diesen Einsatz kriege ich dann am Ende diese beiden Städte, wenn er sie erobert. Dazu muss er sie halt erobern. Sollte er doch langsam mal in die Pötte kommen da. Mit genügend Armbrüsten und genügend Rittern und LSKs, also Langschwertkämpfern und so, was da alles ist. Ich denke mal, könnte auch auf Langschwertkämpfer gehen, damit er den Krieg gegen hier Indien auch ordentlich gewinnen kann. So, wir gehen weiter, nächste Runde. Und gerade habe ich es noch gesagt, hier den Krieg entsprechend gewinnen, da geht's auch schon los. Und wir sehen, Tiramisu hat Mambokurt den Krieg erklärt. Da geht es offensichtlich los. Und was hat mir Mambokurt dann zwischenzeitlich mal geschrieben? Er hat geschrieben, sie stehen so ein bisschen vor seiner Haustür. Naja, das ging aber schnell. Von Karthago, gerade erst eingenommen, hier rüber zu ziehen und schon entsprechend hier vor seiner Haustür zu sein. Ja, also, was ist sonst noch passiert? Mambokurt hat natürlich das Angebot angenommen, die Pferde und das Geld. Stadtstaat Prag möchte nicht mehr irgendeinen Quest machen, egal. Und, ja, zu Ronaldo, beziehungsweise es ist ja jetzt, Admiral G. hat mir hier jetzt offene Grenzen eingestellt. Die nehme ich auch sehr gerne an, weil dann kann ich mit meinem Schiffchen hier nämlich gleich mal voran segeln. 1, 2, 3, 4, 5. So, bin ich nämlich schon mal hier in der Hauptstadt fast vorbei. Und jetzt kommt nämlich das, was ich noch brauche. Kultur. Ich darf nämlich jetzt noch eine Sozialpolitik einführen. Ja, und nehme ich natürlich die Erkundung. Denn ich will über See natürlich noch mehr sehen. Nicht nur die große Leuchte haben, sondern auch noch Erkundung. Und dann sehe ich noch mehr. Und das macht sich natürlich auch gleich hier bemerkbar. Denn wir sehen hier natürlich 1, 2, 3, 4 Felder gleich. Das ist natürlich richtig viel.
Okay, 1, 2, 3, 4 sehen wir hier unten halt auch. Und da ist so eine kleine Insel hier vorne vor, okay. Gut, ja, die anderen Sachen hier nochmal bautruppmäßig fertig machen. Der kann dahin. So. Und hier in Sigtuna, man sieht's. Das habe ich genommen. Das hat er da genommen. So, noch mehr Produktion. Stallungen in 2 Runden fertig. Ziehen wir jetzt mal ein paar Einheiten noch entsprechend hin. Ah, die hier hatte ich andersrum stehen. Okay. Einmal den hier hin. Und schenken. Dann das Pferdchen hier oben hin. Und schenken. Und jetzt noch den letzten, der hier drin steht. Schenken. Und damit haben wir alle Einheiten verschenkt. Bleibt nur noch hier. Aha, ich habe hier rüber gezogen. Sehe hier eine Bestie, ein Barbarendorf. Das wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Da werde ich nämlich noch ein bisschen was machen müssen. So, Angebot von Sir Ronaldo akzeptiert. Ja, und ja, damit ist jetzt das Wichtigste, hatte ich ja gesagt, ist der Krieg ausgebrochen zwischen den beiden. Mal gucken, wie das so läuft. Vielleicht schnetzeln sie sich ja gegenseitig ab. Was macht denn hier der hier oben? Ah, 1, 2, 3, nächste Runde, übernächste Runde. Ne, in 3 Runden sollte ich den wieder bewegen können. Ja, den Rest lassen wir so. Forschungsmäßig bleiben wir dran. Jetzt Richtung Maschinenbau. Wir haben jetzt ja ganz gut aufgeholt. 1, 2 und den in 2 Runden. Und dann sind wir auch bald bei Metallguss und können dann auch die Werkstatt kriegen. Die gibt einen Ingenieursplatz und dann kann ich auch endlich, wenn ich hier keine Landfläche mehr habe, die Spezies belegen. Gut, gehen wir weiter. Nächste Runde. Gut, Runde 78. Nicht so wirklich viel passiert. Die großen Sachen sind alle gesagt. Der Krieg existiert halt weiter. Hier, damit bewege ich mich hier so ein bisschen hin und her, um halt immer mal zu gucken, wie es hier so aussieht. Am Ende bewegst du dahin zurück, weil von dort kann ich hier alles einsehen, wegen der Sichtreichweite. Den können wir hier rübersetzen. Da soll nämlich dann die Straße gebaut werden und hier wird ein Bauernhof natürlich gebaut. Ja, was machen wir mit dem Krieger? Der Krieger, den werden wir einmal hier gegen jagen, gegen dieses Lager. Mal gucken, was dabei rauskommt. Nichts Gutes. Ich habe 29 verloren. Er hat 20 verloren. Das ist nicht gut. Bleiben wir dort einfach in aller Ruhe stehen. Und dann sehen wir, wie es da weitergeht. Ja. Unsere andere Triere kann hier jetzt mal ein bisschen weiter erforschen. Und hier ist ja überall Dschungel. Da sieht man eh nichts hinter. Können wir auch die Küstenlinie stärker erforschen. Zack. So. Schade. Man sieht hier nirgendwo anderes Land, andere Nahrung, dann wüsste man, ob hier vielleicht Land dahinter ist, aber nee, man sieht nichts. Gut, forschungsmäßig gehen wir weiter auf Maschinenbau, kriegen wir auch dann endlich die Brücken, einen weiteren Handelsweg, Aquädukte und natürlich die große Mauer. Die kann ich ja nicht mehr brauchen, aber Festung kann ich auch errichten. Und was haben die anderen so? Technologiebaum, gucken wir mal. Technologiebaum, Maschinenwesen, 374. Ja, Maschinen hat Mambukurt erforscht. Damit kann er jetzt Armbrüste machen. Armbrüste haben immerhin 13 Stärke, 18 Fernkampfstärke. Da sollte er doch gut mit was wegschießen können. Wir gehen weiter in Richtung Metallguss, damit wir unsere Werkstätten aufbauen können. Je schneller wir Werkstätten haben, desto schneller können wir den Rest bauen. Und dann müssen wir mal überlegen, was ich dann baue. Ob ich dann Richtung Physik gehe, um Notre Dame zu holen. Ob ich dann entsprechend nicht vielleicht hier sogar noch die ein oder anderen Sachen halt mal baue. Wie dann auch die Ostindien-Kompanie, die könnte man nämlich auch bauen. Dann hier weitergehen, um dann entsprechend Eisenhütte zu bauen. Also Forschungsfahrt könnte sein, das. Richtung Physik, Gilden, Maschinen, Theologie, Bildungswesen und dann mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit ich da noch habe, um quasi auf Entdeckungstour zu gehen, entweder gehe ich dann in Richtung, zack, 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 Navigation,
damit ich hier mit Astronomie, damit ich mit Karavellen losgehen kann. Oder aber ich werde in Richtung Ritterlichkeit, Druckerpresse gehen. Wäre auch nicht schlecht. Könnte ich nämlich bestimmt mit der Druckerpresse hier, nein, nicht das Globe Theater, sondern hier den schiefen Turm von Pisa holen. Kriegt noch eine große Persönlichkeit und könnte mir mit der anderen großen Persönlichkeit noch was anderes Feines holen. Müsste mal gucken, was ich dann hole. Vielleicht hier unten das mit der Burg Himieni, gibt im Hemd plus zwei Ingenieure. Oder ob ich mir dann hier oben Porzellanturm irgendwann mal hole, damit den raschen werde. 418 plus 15% Kampfstärke für Einheiten, die freundlich gesinnten Territorium kämpfen. Natürlich auch nicht schlecht. Oder hier sowas wie die Alhambra, die könnte man auch so bauen. Oder sowas wie die verbotene Stadt. Ja, das wäre nämlich auch was mit Patronat. Zwei weitere Sitze im Weltkongress. Das ist dann schon mal eine Hausnummer. Naja, das könnte man so machen. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es hier gar nicht jetzt zu tun. Ich habe ja kaum Einheiten. Also warten wir das ab und gehen jetzt in die nächste Runde. Und damit sind wir jetzt nun wirklich in der aller neuesten Runde. Wie ihr seht, wir sind Punkteleader, weil wir halt die ganzen Wunder gebaut haben. Inzwischen stehen wir halt wirklich sensationell gut da. Wir gucken in die Demografie, sind nahrungsmittelmäßig fast Erster. Produktionsmäßig mit 46 Produktion sind wir Erster. Geldmäßig, naja, ausbaufähig. Zustimmung, Alphabetisierung liegen wir vorne. Militärisch, geländefeldmäßig liegen wir hinten. Okay. Was machen wir damit? Erstmal hier oben, da kommt bald neue Nahrung. Was machen wir hier? Den können wir verschanzen. Ja, der kann hier verschanzt werden, drei Runden lang oder ähnlich. Und jetzt, da hier das Lager ist, werde ich jetzt hier in Sigtuna einen Kompositbogenschützen bauen. Der kann nämlich auf das Lager gehen. Und in Stockholm werde ich höchstwahrscheinlich auch einen Kompositbogenschützen bauen, damit ich zwei Kompositbogenschützen habe, die mir hier so ein bisschen das, die ganzen Barbaren vom Hals halten, von der Landesebene. So, was macht der? Einmal da rein, zack. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Ja, unsere Triere, die Erkundungstriere, die wir hier hinten haben und an Marokko vorbei ist, zieht hier ihre Bahnen. Ah ja, da ist überall kein Land in Sicht, schade. Ja, forschungsmäßig haben wir jetzt den Brückenbau auch und haben jetzt die Aquädukte. Ich hätte eigentlich Aquädukte auch nehmen können. Wenn jetzt hier das Barbarenlager nicht wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich gegen die Einheiten entschieden. So muss ich die Einheiten halt nochmal dazwischen schieben. So, Aquädukte können später noch gebaut werden, auch wenn das sicherlich nahrungsmittelmäßig nicht gut ist. Aber jetzt brauche ich erstmal die Kompositbogenschützen. Und dann mal schauen, wie wir da weitermachen. Dup, 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 dup. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Einheiten, die wir bauen können. So. Genau, in Stockholm passiert dann das nächste auch. Und was machen wir jetzt? Genau, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier ein bisschen Felder, Landfelder gekauft. Zum einen hier drüben für 105. Weil ich nämlich diese zwei Nahrung gern in zwei Produktionen umgewandelt haben möchte. Habe ich jetzt 24. Reicht leider nicht, um den Kompositbogenschützen in zwei Runden zu machen. Bedauerlicherweise ist vorher die Reiterei hier, der Stall, so genau fertig geworden, dass er gar keinen Überschuss hier hat. Schade. Und hier bei Stockholm, weil das ja entsprechend sich am Ausdehnen ist, holen wir uns jetzt nochmal diesen Hügel und können jetzt natürlich, nö, eigentlich brauche ich hier nichts machen, der Hügel wird automatisch besetzt. Nächste Runde 26, damit ist das dann doch richtig gut. Ja, und was ist sonst so passiert? Mambugurt hat mir berichtet davon, dass er einen Speerkämpfer verloren hat. Ja. Also, und Tötungsserien hat er noch nicht hingelegt. Naja, werden wir mal sehen.
Wir gucken halt jetzt mal und die Demografie sagt, wir sind jetzt mit 48 sogar vorne und nächste Runde kriegen wir zwei dazu, dann haben wir 50, damit werden wir definitiv vorne liegen. Damit sind wir mit unseren zwei Städten die produktivsten und das ganz ohne goldenes Zeitalter. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Wollen wir doch mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, wie so die beiden hier so ihren Krieg führen, was dann so passiert. Und ja, dann war's das jetzt erstmal wieder mit den schwedischen Stories. Wir sehen uns weiter bei den nächsten Runden dann. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.